Hallo von einem wunderschönen guten Tag. 16 Uhr. Farmers Dynasty. Ja, ist jetzt in der letzten Folge unser Haus mal so weit auf Vordermann gebracht. Und. Wollte ich Haus hier mal zumachen? Genau. Dass wir mal ein bisschen trocken hier drin haben. Ich wollte jetzt als nächstes mal das Gewächshaus machen, dass wir dann da vielleicht noch ein bisschen was verkaufen können später. Aber unsere Felder sind endreif. Wollte ich gerade mal hingehen. Ja, ich weiß nicht, hier steht immer 8 Meter. Ich bin hier aber keine Ahnung, was hier irgendwie. Zeigt mir nichts an. Weil das ist nur der, dass wir wissen, dass hier der Hofmittelpunkt ist. So, Raps können wir ernten und. Erste. So. Jetzt bräuchten wir einen Mähdrescher. Jetzt wollte ich mal zum Händler fahren. Es kann aber auch sein, dass wir dann irgendwo in einem Auftrag einen Mähdrescher bekommen. Aber wo der Auftrag jetzt ist, das weiß ich jetzt auch nicht. Deswegen, ah, da steht unser Auto. Ja, aber fein. Mal gucken. Oh. Laras Shop. Jetzt hier die Hauptstraße weiter hoch. Dann, ach, hier war mal. Aha. Da werden die Jobs angezeigt. Da haben wir einen Traktor bekommen. Also da können wir noch einen Auftrag mitnehmen. Neue Mission verfügbar, Transport. Flüge das Feld. Wir brauchen erstmal einen Flug. Transport. Repariere eines der Gebäude. Gut, das könnten wir als nächstes machen. Wir fahren jetzt erstmal zu Clara. Mal gucken, was wir da bekommen an Auftrag. Und dann denke ich schon, wenn das hier so ein bisschen weitergehen. Hey, fahren wir erstmal zu Clara. Gut. Oh, die halten sogar an. Sehr schön. Oh, langsam. Ja, ich gehe mal bis an die Außenansicht, das ist, Pickup. Pick up. Ah, nächste Einfahrt. Ich weiß jetzt nicht, warum das so ist. Das ist, immer wenn ich Geräte fahre, oder wie den Traktor, den Jack Bear, ist die Kamera unheimlich schnell. Wenn ich aussteige, dann ist normale Geschwindigkeit. Okay. Ja. Dann gucken wir mal. Ja, sieht ziemlich vernünftig aus hier. Also ist nicht so viel kaputt. Ach doch, hier die Scheune. Schön, Sie zu sehen, mein Lieber. Würden Sie mir helfen? Was kann ich für Sie tun, gnädige Frau? Mein Bruder ist geschäftlich unterwegs. Er sollte bereits vor einer Woche zurück sein, aber er ist immer noch eingespannt. Ich brauche jemanden, der meine Felder pflügt und kultiviert. Mhm. Könnten Sie das bitte machen? Nutzen Sie den alten Pflug bei der Scheune dort. Sie können ihn behalten, wenn Sie fertig sind. Mein Bruder wollte sowieso einen neuen kaufen. Ich verspreche nichts, aber ich schaue, was ich tun kann. Hänge den alten Flug an, um Claras Feld zu bearbeiten. Ja, jetzt gehe ich mal stark davon aus, dass wir unseren alten Traktor holen müssen. Weil ich denke mal, die gute Frau hat hier nur einen Flug. Das ist genau auch so ein alter Schalvi. Ja, das war mir klar.
Nun gut, ja. Dann müssen wir nach Hause einen Traktor holen. Dann ist auch noch ein Hof, vielleicht hat er auch noch Arbeit für uns. Aber bevor wir jetzt hier den Auftrag starten, fahren wir jetzt erstmal zum Händler. Ich möchte jetzt mal gerne wissen, was so die Preise sind, was uns irgendwie ein Kipper kostet und ein Drescher. Gut, einen Flug bekommen wir jetzt. Wobei ich noch befürchte, dass der... Wo muss man denn hier? Ach, ich fahre in die falsche Richtung. Fahrzeughändler. Wobei ich dann die Befürchtung habe, dass der Flug vielleicht doch ein bisschen zu groß und schwer ist für unser Traktor. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall geht es langsam aufwärts. Wie gesagt, das Silo müssen wir bei uns am Hof noch reparieren. Der Hühnerstall etc. Müssen wir rechts. Genau. Weil es hier jetzt zurück keine Minikarte gibt. Ankunft in Lakeside. Könnt ihr mal eine Ausschreibung machen? Wer hat mehr Drescher? So, jetzt nochmal rechts und die nächste dann links. Okay. Ja, in der Innenansicht hat die Kamera irgendwie noch ein paar Probleme. So ist auch schön zu fahren. Ich bin jetzt mal gespannt, die Preise. Muss denn alles natürlich alles neu fahren. Oder vielleicht auch ein paar Gebrauchtes haben. Man weiß es ja nicht. Mal warten. Okay, die Straße hier. Ja. Dann sollte der am Ende der Straße links sein. Also die Map ist schon groß. Das ist schon Wahnsinn. Ja, alles in der Maschine. Ah. Ah, das wird dann angezeigt. Gut, also wir müssen auch mal so rumfahren. Aha, aha. Also irgendwo wo Höfe, hier hinten ist noch ein Hof. Da hat bestimmt irgendjemand den Mähdrescher. Nur wann wir den jetzt bekommen, das ist jetzt die nächste Frage. Und dann verfault das Getreide bei uns auf dem Hof oder haben wir Glück? Also auf dem Feld. Ich weiß nicht, wie das, wenn es jetzt regnet oder im Winter, die Jahreszeiten dementsprechend sind. Maschinerie, das ist immer noch richtig. Das sieht doch gut aus. So. Ja. Legal Bull. Oh. Braucht jemand Öl? Gibt's hier irgendwie ganz günstig?
New Generation of Tractors. Ja, wo ist jetzt hier Verkäufer? Mhm. Oh, das sieht noch nach einem Glas aus. Kaufen. 52.000 Euro. Achso, da ist er mit der Mäßigung von den Sozialpunkten. 105.000 Euro. Nee, danke. Nee, nee, nee. Amazone. 14.000. Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten für. 4.000. Hm. Ja, alles klar. Ja, ist denn hier keiner, wo hier... Da muss doch einer sein, wo hier verkaufen will. Nun gut. Dann, ich will jetzt mal nach Traktoren gucken, aber... Gut, außer den hier, der ist jetzt zu teuer. Naja, kommen wir nach Hause. Wir kaufen alle Pickup. Nein. Den brauchen wir, um nach Hause zu fahren. Wo haben wir irgendwie noch eine Farm auf dem Weg? Ja, komm, wir fahren hier hinten nach rechts. Obwohl, die sind auch noch... Ja, wir fahren hier mal geradeaus und die nächste rechts, okay. Wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwo... Als Aufträge finden wir hier noch auf jeden Fall genug. Oh, dann muss auch repariert werden. Der Ringer? Ja, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade auf die Uhr geguckt. 13 Minuten sind wir jetzt im Aufnehmen. Ich muss hier mal ein bisschen im Auge behalten, dass er nicht immer so über die Stränge schlägt. Weil die Map ist groß. Wahnsinn. Sie. Oh, oben ist eine alte Mühle. Ja, alte Mühle. Die Übergänge von den Straßen, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Old Wheat Ford. Das sind Silos. Und vielleicht haben wir hier ein bisschen Glück. Wir halten mal an. Fragen mal. Fragen kostet ja nichts. Sophia. Ne, Sophia. Lasst uns reden. Guten Morgen. Oh, du siehst heute wunderschön aus. Na gut, das kann mir jetzt nicht sein. Kann ich Ihnen behilflich sein? Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Hm. Schönes Wetter, nicht wahr? Bisschen Smalltalk. Das ist es. Ich würde gerne auf Taste 2 drücken, aber ich glaube, ich weiß, wie das dann ausgeht. Viel Glück. Wir sehen uns. So, haben wir hier noch?
Abigail. Lasst uns reden. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Okay. Danke, wir sehen uns. Maria? Guten Tag. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Nein, im Moment nicht. Okay, kommt jetzt alles ein bisschen... Viel Glück. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wir sehen uns. Blöd rüber, aber... Ja, dann bestimmt auch nichts. Gerard. Guten Tag. Guten Morgen. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Okay. Viel Glück. Wir sehen uns. Gut. Nö, er hat ja keine Arbeit, ne? Er hat ja gar keine Arbeit. Hier ist ja alles nur... Naja, gut. Okay. Was ist mit dem? Kater. Hi. Guten Morgen. Haben Sie ein paar landwirtschaftliche Tipps für mich? Auf einem angesäten Feld zu fahren, zerstört die Ernte. Mach es also nicht. Toll, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Haben Sie was für mich? Nein, im Moment nicht. Wird es auch alles anders sein können? Das ist alles, danke. Gut, dann Abfahrt. Da sag ich nur, Amen. Ich dachte wirklich, dass sich das jetzt ändert. Schnell einen Screenshot gemacht. So, dann fahren wir zum Hof und dann schnappen wir uns mal den. Ach komm. Wenn wir schon hier sind, können wir hier gerade noch fragen. Es ist so viel Hilfe und keiner hat Arbeit. Jackson. Wir reden später. Okay. Gut, dann alles klar. Griff Kelvin. Ah, da steht eine alte Ballenpresse, wo? Hier sind wir noch. Ah ja, gut. Dann hat sich die Fahrt ja doch ein bisschen gelohnt. Also hier haben wir eine Ballenpresse, hier oben bekommen wir einen Pflug. Die haben eine Sämaschine, jetzt brauchen wir nur noch Kipper und einen Drescher. Ja, es geht aufwärts, Freunde. Wo sind schon jetzt hier? Hier haben wir mal hoch. Nächste links. So, Freunde. Ich fahre jetzt noch auf den Hof. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich dann beim Traktor bei der Clara stehe auf dem Hof. Ich hänge den Flug an. Dann sage ich schon mal danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann morgen nochmal. In der nächsten Folge 16 Uhr. Bis dahin, macht's gut. Alle hopp, ich wünsche euch was. Angenehmer Abend noch und bis dann. Tschüss.